Hi und herzlich willkommen zu meinem Video und willkommen zu der Wand. Ja, also ihr wisst ja, dass ich dieses Zimmerprojekt habe und ja, jetzt müssen wir leider mal über die Wand in dem Zimmer reden. Also hier in diesem Zimmer ist alles tapeziert, so heißt das Wort. Entschuldigt, ich habe gerade Wortfindungsstörung ohne Ende. Ich bin so groggy. Dieses ganze Überlegen, dieses ganze Planen und so. Und irgendwann hat man dann, oh mein Gott, ich fange an zu schielen, furchtbar. Das ist bei mir so, wenn ich müde werde, fange ich immer mehr an zu schielen. Ich habe das Gefühl, das Auge ist gerade größer als das da. Wenn ich jetzt auch noch drauf aufmerksam mache, dann starre ich jetzt selbst voll drauf. Okay, ja. Also, Video mit zu den Augen, damit es nicht so auffällt. Ja, folgendes. Ja. Gut, so funktioniert es nicht, sonst sehe ich gar nichts. Und dann ist für mich voll die Leere. Interessant, auch mal gut rauszufinden. Ja, also das Zimmer da drüben ist in derselben Farbe tapeziert wie dieses hier. Und zwar auch mit derselben Tapete praktisch. Das ist so eine leicht isolierende Tapete, wo wir aber nicht mehr sicher sind, ob das wirklich so eine gute Entscheidung war, weil isolierend heißt manchmal nicht nur, dass es Sachen, also dass es dafür sorgt, dass es kält, also dass die Wärme nicht reinkommt, sondern manchmal hält es auch die Wärme im Zimmer. Also das haben wir hier an dieser Wand sehr oft bemerkt. Also im Sommer, wenn man da teilweise die Hand dran macht, hat man sich ganz leicht verbrannt. So. Und ja, deswegen war immer wieder so diese Diskussion, machen wir jetzt die Tapete ab, machen wir die Tapete nicht ab. Wenn wir sie abmachen, was machen wir dann? Und dann vor ungefähr 2, 3 Wochen, vielleicht auch schon ein bisschen länger, ich kann es jetzt tatsächlich nicht so 100% genau sagen, habe ich halt Fotos von den Anschlüssen gemacht, also von den ganzen Steckdosen und so weiter und habe mal geguckt, wie es da drumherum aussieht und habe dann entsetzt festgestellt, oha je, die Tapete hat Löcher. Und zwar richtig, also so teilweise ganz große Löcher, wo sie sich einfach abgeschält hat. Meine Mom hatte natürlich sofort die Erklärung, du hast kleines Kind mit deinen Fingern immer drin rumgebohrt und drum gibt's da, sind da Löcher in der Tapete. Mag sein, dass ich das gemacht habe. Und zwar da. Und zwar an dieser Wand hier. Da habe ich mir teilweise diese Holzstückchen rausgepopelt. Auch also in meinem Schlafzimmer, wo ich schlafe. Da habe ich das auch gemacht. Da gab es auch schon Löcher, also da gab es schon ein Riesenloch und da habe ich als Kind immer mega gerne drin reingedorpscht. Aber also im ehemaligen Schlafzimmer und jetzt bald Salon, da habe ich das nie gemacht. Weil da, wo die Löcher sind, da wäre eine kleine Elena gar nicht rangekommen. Also das hätte ich von der Konstitution meines Körpers nicht hinbekommen. Also da bin ich schlicht und ergreifend nicht hingekommen, weil da hatte ich zu kleine Arme. Da hätte ich wirklich so richtig Inspektor Gadget-mäßig die Arme ausfahren müssen. Und selbst dann weiß ich nicht, ob ich da solche Löcher reingekriegt hätte. Und vor allem habe ich nie die Tapete abgerissen. Also ich habe, wenn dann nur so kleine Stückchen runtergepopelt, aber die Tapete habe ich immer im Ganzen gelassen. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt entdeckt und jetzt ist die Frage des Monats. Also die Frage, die jetzt immer und immer wieder aufgekommen ist, ist, machen wir die Tapete ab? Und um ehrlich zu sein, also so etwas, wo ich dann für mich also so ehrlich sagen muss, ich fände es schöner, wenn es entweder eine komplett, also ohne die Tapete, komplett glatte Wand wäre, also so richtig modern, glatt, ohne Tapete, ohne auf irgendwelche Dings, vielleicht mit so nochmal irgendwie so vergipst oder vertont und dann halt bemalt und Farbe drauf. Oder, was ich auch ganz nett fände, wäre so leicht angeraut, wenn es dann so ein bisschen Struktur bekäme. Aber was ich jetzt auf jeden Fall so Stand heute für mich sagen kann, ist, ich glaube, und das ist jetzt wirklich so ein Riesen, ich glaube drin, es macht keinen Sinn zu versuchen, diese Tapete zu erhalten. Weil wenn man die, also die,
Dafür, ich vermute, während dem Einbau vom Fenster wird da noch, werden da noch mehr Löcher entstehen. Und auch die Tatsache, dass diese Tapete halt, wie schon gesagt, tendenziell eher isolierend gedacht war. Und ich mir dann schon die Frage stelle, wenn die isolierend gedacht ist und die dann da so, ja, die Wärme eher in der Wohnung hält, ich weiß nicht. Eine andere Variante, die ich auch schon überlegt hatte, war so einen, also wirklich einen ganz wilden Mix zu machen. Also im Schlafzimmer drüben gibt es einen riesen Kleiderschrank, der bleibt so wie er ist und da dahinter muss man nichts machen. Von daher bleibt auf jeden Fall ein Mini-Stück Tapete stehen. Und ich habe mir aber überlegt gehabt, also da wo es optisch, wo man sieht, würde ich es auf jeden Fall komplett entfernen lassen wollen, wenn dann, weil dann würde das mehr Sinn ergeben. Aber ob ich die Dachschräge, wo ja dann der Einbauschrank nahe kommt. Oh nein, jetzt schwebe ich auch noch. Also die Dachschräge, wo der Einbauschrank hineinkommt. Ob ich nicht da die Fläche dann auch nutze und vielleicht mit einer Holzvertäfelung mache. Andererseits lass einmal die Nässe irgendwie ein Leck in der Wand sein und dann schimmelt es. Nee, 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 das ist auch nicht so die. Ja, und das ist jetzt gerade so die Frage, wo ich oft drüber nachdenke, wie mache ich das jetzt und wie hätte ich es gerne. Aber tendenziell, wenn man mich jetzt heute hier und jetzt fragt, fände ich es am schönsten, einfach so eine glatte, ganz glatte Wand, wo man wirklich so gar nichts hat. So glatt und eben und einfach sowas. Und vielleicht mit einem Material, das ein bisschen eher dafür sorgt, dass dass kalte Luft dann mehr da ist. Also, dass man dann, wenn man das schon vielleicht bestreichen muss oder so, dass man dann irgendwie was sucht, was wirklich Kälte isoliert und nicht so, dass es dann wärmer wird. Weil wär aufheizen ist gar nicht hier in diesem Haus, in dieser Wohnung gar nicht das Problem. Das Problem ist bei uns eher, und ich kann auch eher mit Kälte als mit Wärme, aber das Problem ist, dass wir oft hier die Hitze drin haben und zwar ultra. Und da wäre das dann schon eher vorteilhaft. Ja, das war eigentlich soweit so alles zu der Wand. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich sie auf jeden Fall in einem schönen Rosé anmalen möchte. Also das habe ich euch ja schon mal erzählt vor vielen, vielen Updates, dass ich meine Wandfarbe schon gefunden habe. Nämlich so eine, es nennt sich dezentes Rosé von Schöner Wohnen. Und das finde ich wirklich wunderschön von der Farbe her. Und das möchte ich dann da einfach für die Wand auch benutzen. Und was ich aber irgendwo noch nicht sicher bin, weil das ist dann so diese Frage des Tagesgeschichte, der Teppich. Also immer, ich brauche einen Teppich drin, weil unser Boden ist Laminat und das Laminat hat teilweise schon wirklich mein Fingerbreite Löcher drin gefühlt. Wo es dann auch schon so ist, dass man sich Spreißle reinläuft. Ich habe es geschafft. Ich habe mir vor geraumer Zeit mal ein Spreißle in den Fuß gelaufen. Und das hat höllenmäßig über Wochen lang mich beschäftigt. Weil da hatte ich immer diese Huppel am Fuß. Und ich konnte nicht richtig drauf treten und so weiter. Und das war wirklich nicht schön. Und deswegen auf jeden Fall muss da ein Teppich rein. Und die Frage ist jetzt eher, ob ich, also der Teppich wäre, wenn, dann müsste ich irgendwie darauf achten, dass der Teppich gut zur Wand passt. Und ich neige zu so einer lila-rosa Kombination oder zu einem dunklen Rosé. Ja, das sind noch so Sachen, wo ich dann auch überlegen muss, wo ich euch dann aber auch mitnehme und ihr dann sehen könnt, wie ich den Teppich aussuche. Und ja. Das wird dann so ein Mal-Sehen-Geschichte. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich ja echt noch nicht weiß, was es da für Teppiche und so gibt. Aber das mit der Wand alleine nervt mich jetzt schon, weil ehrlich gesagt war so der Plan, so wenig wie möglich zu ändern, damit es schnell geht. Und jetzt dieses Wissen, dass man da die Tapete runterziehen muss, das dauert ja dann auch wieder. Und dann, dass man es dann vielleicht noch irgendwie begradigen oder irgendwas machen muss, das dauert halt auch. Und ja, eigentlich war ich eher so auf am kleinsten verändern und am meisten rausholen. Aber ja, das wird jetzt eher nicht mehr ganz so, wie ich es mir mal gedacht habe. Naja,
Aber ihr werdet ja dabei sein. Gut, das war alles zu dem Thema. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit Tapete abreißen gemacht habt und ob ihr irgendein Material kennt oder sowas, was wo einfach besser isoliert. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!